Eine wirkliche Verschnaufpause in Sachen Hitze gibt es in der nächsten Zeit wohl nicht. Wir haben zwar zur Wochenmitte teils kräftige Unwetter, die zumindest die Temperaturen von weit über 30 Grad aus Deutschland mal kurzzeitig verabschieden, aber schon Richtung Wochenende steigen die Temperaturen dann erneut an. Also es bleibt erstmal im Juni hochsommerlich heiß und besonders schwül, das am Dienstag. Da haben wir ein Tief westlich von uns. Wir sehen, die Luft kommt weiterhin von der Sahara über das Mittelmeer direkt zu uns und hat dementsprechend jede Menge Feuchtigkeit und wir sehen auch das Gewitterrisiko. Das ist verbreitet in Deutschland hoch und so auch die Schwülebelastung teils. Wir sehen es hier im Norden sogar extrem. Also wir werden ordentlich ins Schwitzen kommen und dazu kommen dann eben auch noch teils kräftige Regengüsse in Form von Schauern und Gewittern. Am Dienstag ist das Unwetterrisiko eben besonders im Nordwesten bis auch hier in Teile Ostdeutschlands am größten. Im Süden ist es tendenziell ein bisschen ruhiger, da bleibt es meist trocken und hier gibt es wohl auch noch am meisten Sonnenschein und dementsprechend auch noch die größte Hitze mit häufig 31 bis in der Spitze 33 Grad, ähnlich auch noch hier im Osten. Weiter im Nordwesten zumindest ein paar gedämpfte Temperaturen, nicht mehr ganz so extrem heiß, aber gefühlt in der schwülen Luft natürlich auch nicht angenehm. Am Mittwoch verlagert sich die heiße Luft weiter in den Osten, da haben wir noch 31, 32 Grad, sonst bleiben wir schon etwas häufiger unter der 30 Grad Marke. Es gibt aber auch wieder einige Schauer und kräftige Gewitter bzw. Unwetter. Das Risiko ist wohl im Südwesten bis hier in den Nordosten am größten. Wieder im äußersten Südosten am meisten Sonnenschein. Und auch von Nordwesten wird es ein bisschen ruhiger und freundlicher. Auch am Donnerstag dann nochmal ein Unwettertag, besonders hier im Osten und im Süden. Und dann wird mal kurzzeitig diese große Hitze ausgeräumt. Wir sehen gerade mal noch bis zu 30 Grad, sonst bleiben wir verbreitet drunter. Freitag nur 26, Samstag 28 Grad. Da wird es dann auch ein bisschen ruhiger, aber schon am Sonntag wieder 30 Grad.